Hallo liebe Bastelfreunde, heute haben wir mal was ganz Besonderes für euch. Wir haben euch ja in letzter Zeit schon öfter mal was mit Silikon gezeigt, wie man sich Formen machen kann oder eben wozu man Silikon alles so gebrauchen kann. Dann gibt es noch eine ganz bestimmte Sorte an Silikon, das wäre das Knetsilikon. Das nennt sich hier Avasil, was ich jetzt hier gerade habe. Ist auch von der Firma Wagner Dent, kann man kaufen unter www.wagnerdent.de. Und dafür braucht man keinen speziellen Gießrahmen jetzt. Mit diesem Knetsilikon kann man mal ganz kurz oder schnell zwischendurch sich irgendwas abformen, wenn man irgendwas zum Basteln haben möchte. Kommt natürlich auch aus der Zahnmedizin, dieses Knetsilikon, da macht man, glaube ich, Bisse und sowas, Abdrücke von, aber wir können es ja benutzen, für was wir wollen. Und ich möchte mir dafür mal so einen Schlüssel abformen, den ich zum weiteren Basteln schnell mal haben möchte. Und wenn man das dann mit Keramikgießmasse ausgießt, hat man natürlich auch ganz schnell das Duplikat von dem Schlüssel. Wir zeigen euch einfach mal, wie es gemacht wird, ist ganz ratzfatz gemacht. Auch bei dem Knetsilikon gibt es natürlich wieder zwei Komponenten. Und damit man besser sieht, ob man das richtig vermischt hat, natürlich auch wieder in zwei verschiedenen Farben. Ich habe jetzt hier Avasil 40, das ist Härte 40. Sucht euch für solche Sachen am besten ein ganz weiches. Wie gesagt, ihr könnt ja bei der Firma anrufen, euch beraten lassen, welches das weicheste davon ist. Und das lasst ihr euch schicken am besten, um Formen zu machen. Weil wenn ihr die solche kleinen Schlüssel oder sowas nachher wieder rausmachen wollt, dann ist es praktisch, wenn das Silikon ganz weich ist und sich gut machen lässt nachher wieder. Wir brauchen jetzt natürlich von diesem Silikon auch wieder die Hälfte an der roten Menge. Da haben wir jetzt 60 Gramm und von dem anderen dann natürlich, wenn es geht, auch 60 Gramm. Das muss natürlich jetzt auch wieder genau stimmen. Brauchen wir 120. Das wäre natürlich super gewesen, wenn es jetzt auch so perfekt geklappt hätte. 120 Gramm, super, hat doch perfekt geklappt. So, und jetzt wird das kurz in der Hand miteinander verknetet, bis es eine gleichmäßige Farbe hat, wie es bei dem anderen Silikon eben auch ist. Schön verkneten. Aber hier hat man jetzt eigentlich nicht so lange Zeit, weil das Silikon relativ schnell abbindet. Beim Zahnarzt muss es ja auch schnell gehen, also erstmal schnell verkneten. Und da man ja, wie gesagt, für dieses Silikon keinen Gießrahmen braucht, könnt ihr das einfach auf einem Stück Folie, ich habe jetzt hier einfach so eine Gefriertüte genommen, Gefrierbeutel, und da drücke ich mir jetzt einfach meine Teile, die ich gerne haben möchte, rein, um die dann später gießen zu können. Meine Schlüssel. Schöne Schlüssel. Schöne Schlüssel, deswegen möchte ich die auch vervielfältigen. So, jetzt mache ich die nochmal ab und drehe sie auf die andere Seite, damit es da glatt wird. Wenn hier jetzt ein Stück fehlt, machen wir da nochmal drüber. So, und dann hart werden lassen. Dauert nicht lange. Und dann kann man sie auch schon bald gießen. Wie lange dauert das? Wie lange dauert das? Das ist bei jedem. Wo steht denn das hier? Steht hier gar nicht drauf. Hier steht das gar nicht. Das dauert nur ein paar Minuten und dann ist die Sache auch schon fertig. Also wie gesagt, beim Zahnarzt muss das auch schnell gehen, 4-5 Minuten und dann ist die Sache auch schon hart. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es 5 Minuten gedauert hat. Wir hatten jetzt gar nicht so auf die Uhr geguckt. Ich habe bloß immer getestet und man merkt dann, dass es fest ist. Ich denke mal nicht. Und dann kann man die Schlüssel rausmachen und hat dann schon seine Form fertig. Ich habe mir natürlich von der zweiten Hälfte auch gleich noch welche gemacht, weil es so schnell ging. Man hätte jetzt hier auch noch kleinere reinmachen können. Aber ich wollte jetzt eigentlich nur die großen haben, um die mal zu vervielfältigen zum Basteln, eben für meine Hundebettchen und was man, weiß ich, was man jetzt alles braucht für Schatullen und so. Und jetzt gießen wir es erstmal. Die Schlüssel gieße ich mir jetzt mit einer Keramikgießmasse aus, weil das immer relativ schnell geht, finde ich. Wie viel ihr da braucht, ich rühre mal da einfach immer irgendwas an und lege mir noch ein paar
Formen nebenbei hin, wenn was überbleibt, dass ich mit dem Rest dann eben noch die anderen Formen ausgieße, dass ich das nicht so verschwende, das Zeug. Kostet ja alles ein bisschen Geld. Und ja, das Einrühren ist 4 Teile von der Keramikgießmasse und 1 Teil Wasser. Aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann weiß man ungefähr die Konsistenz, die man braucht. Und die meisten rühren es dann frei Schnauze an. Dann wird die Gießmasse einfach in diese Form eben eingefüllt, wie bei allen anderen Sachen auch. Und dann hat man seine Schlüssel nachher zum Basteln. Finde ich toll, brauche ich nicht meine Schlüssel, die ich da jetzt habe, schon für die ersten Sachen, die ich machen will, verbasteln. Und da ich viele Sachen sowieso übermale, sieht man am Ende dann auch nicht mehr, ob ich jetzt da einen Schlüssel aus, was weiß ich, genommen habe oder aus dieser Gießmasse hier. Also kann ich die auch gleich aus der Gießmasse gießen und mir so dann eben ein paar mehr davon machen. Ich streiche mir das dann immer noch mit dem Spachtel ein bisschen glatt. Dann hat man gleich noch die Überschüsse wieder weg. Und dann muss man es einfach nur trocknen lassen, also härten lassen wieder. Und dauert eigentlich nicht lange. Aber wir lassen es trotzdem über Nacht immer drin. Ich gehe immer auf die Nummer sicher, dass man diese Schlüssel, weil die so dünne Stellen haben, dass man die nicht abbricht, lasse ich das Ganze gern über Nacht härten und dann ist die Keramikmasse richtig fest und dann kann da auch gar nichts mehr mit passieren. Dieses Avasil gibt es natürlich in verschiedenen Härtegraden. Ich habe jetzt hier Avasil 40, 70 und 90 und da gibt es, glaube ich, auch noch verschiedene andere, aber ich habe jetzt diese 3 verschiedenen Sorten. Die werden jeweils in so einem Karton geliefert mit einer Anleitung natürlich dazu, dass ihr immer wisst, wie lange ihr das verarbeiten könnt. Das ist jetzt hier Anmischzeit 45 Sekunden, deswegen hatte ich gesagt, relativ schnell vermischen. Die Verarbeitungszeit 1 Minute 30 und Abbindezeit schon nach 3 Minuten und 45 Sekunden. Also mit unseren 4-5 Minuten liegen wir da schon richtig, dass man das so härten lässt. Kommt immer auf die Temperatur drauf an. Bei uns ist es im Moment recht kalt, also unter 23 Grad, also dauert es ein bisschen länger. Hier ist ja immer für 23 Grad angegeben. Nach einer Nacht, also lasst diese Keramikgießmasse bei so filigranen Sachen ruhig eine Nacht drin. Lasst sie richtig aushärten, damit euch nicht irgendwelche Schlüssel abbrechen oder so, also diese dünneren Sachen hier abbrechen. Nach einer Nacht geht das dann eben super rauszumachen, ist ganz leicht aus der Form rausgegangen und dann habt ihr eben die Schlüssel zum Basteln. Hier habe ich einen Versuch gestartet nach 2-3 Stunden, aber wie gesagt, bei diesen filigranen Sachen nach 2-3 Stunden brechen die immer noch kaputt. Also lasst es wirklich über Nacht und dann gingen die anderen Schlüssel hier eben auch ordentlich raus. Also eine Nacht drin lassen. Zwischenzeitlich hatte ich mir dann auch noch andere Formen gemacht. Ich hatte ja noch dieses andere Knetsilikon und habe dann einfach mal noch so einen kleinen Hundekopf abgeformt. Diese Sachen gehen natürlich leichter und schneller wieder rauszumachen, weil die eben so kompakt sind, da bricht dann nichts ab. Hier habe ich einfach mal eine Schnecke versucht abzuformen, ist auch super geworden, kann man auch mal zum Basteln gebrauchen. Oder eben auch mal eine Muschel und schon gegossen, so sieht das gegossene Teil aus. Diese Teile, die gehen nach 1-2 Stunden rauszumachen, da ist überhaupt kein Problem mit. Also, aber bei dem Silikon achtet bitte darauf, dass ihr euch das Weicheste nehmt, ruft da an und fragt einfach nach dem weichesten Knetsilikon und dann ist das für diese Formen super geeignet.